Okay. Falschen auf. So. Gut. Legen wir los. Okay, sind wir live. Einen schönen guten Abend, ihr Männer. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Klasse. Zu einer neuen Lage heute am 2.3.2023. Grüß dich. Guten Abend, Martin. Guten Abend, Marc. Hi. Hallo zusammen. Lieber Frank, einen wunderschönen guten Abend und lieber Martin, dir wünsche ich dasselbe. Ich grüße euch Ich und freue natürlich mich. alle, die zuschauen. Wie es euch geht, also mir hängt es immer noch ein bisschen nach alles. Ich bin noch nicht ganz in der Energie, auch viel müde und so. Ihr auch, oder? Immer noch platt, ja. Du auch. Ja, Ja, ich merke es auch, ja. Alltagsgeschäft oder Geschäft generell geht wieder los. Das ist die andere Geschichte. Das kommt natürlich mit dazu. Aber ja, es war unheimlich toll. Auch die Leute, die wir getroffen haben, ich glaube, das war ein richtig toller Kongress. Aber es war auch anstrengend. Ja, dafür war es keine Werbeveranstaltung, sondern hatte echte Inhalte, echte Begegnungen, ging von Mensch zu Mensch. Es ist uns gelungen, die Leute waren zufrieden, mehr als das. Sie waren ja sehr erfüllt, hatte ich den Eindruck. Ich hoffe, es motzen jetzt nicht wieder zu viele, die dann gleich wieder sagen, die nutzen die Sendezeit, um noch über ihren diese Frechheit, um noch über den Kongress zu reden. Ja, also gut. Ist Doch, halt ich für denke, uns das tun ein wir Thema. einfach. Bitte? Doch, ich möchte das tun aus einem ganz einfachen Grund, weil wir nämlich damit auch mal über was Tolles und Positives reden können, tatsächlich über ein Zusammenkommen von Menschen, was auch, ich denke, vielen Leuten ein bisschen Boost gegeben hat. Also klar, wir waren die Veranstalter, wir waren auch diejenigen, die irgendwo die ganze Zeit hier durch die Gegend gesprungen sind. Aber so, was ich von den Rückmeldungen gehört habe, waren unheimlich viele Leute wahnsinnig beeindruckt. Ja, sehr. Das Feuerritual hat bei vielen auch sehr starke positive Spuren hinterlassen, zumindest das, was wir bekommen haben. Wir haben sehr viel positives Feedback auch über die Bögen bekommen. Also ich denke, das kann man schon mal erwähnen, dass das eine richtig tolle Aktion war. Und ja, wir werden gucken, wenn wenn das gewünscht wird und wenn wir dementsprechend auch. Ja, wie soll ich sagen? Wenn wir das Feedback weiterhin erhalten, werden wir das nochmal machen, denke ich. Sicherlich nicht sehr schnell oder dreimal im Jahr oder irgendwas anderes, aber es wird sicherlich, wenn wir es hinbekommen, vielleicht Ende des, also gegen Ende des Sommers nochmal oder sonst wieder im nächsten Jahr. Also da habe ich echt Lust drauf und würden wir uns auch freuen, wenn wir da noch ein bisschen Feedback bekommen oder wie halt das Interesse ist. Ja, Ja, also was meint ihr zwei? ja, kann das nur unterstreichen. Also ich hab viele wahnsinnig interessante neue Menschen kennengelernt. Also zum Teil kannte ich sie vom Sehen früher, aber bin einfach diesmal mehr ins Gespräch mit ihnen gekommen. Drei, vier, sogar sehr intensiv, muss ich sagen. Also was mir auch persönlich unheimlich was gegeben hat. Also es war richtig klasse. Es war auch vom Setting her richtig klasse. Weil gerade so der rückwärtige Bereich, sage ich mal, wo ja auch immer irgendwie ein bisschen was los war, sogar während den Vorträgen zum Teil. Also richtig coole Begegnungen, muss ich echt sagen. Ja, ging mir auch so. Ging mir auch so. Ja, Marc, dann sind wir eigentlich soweit durch. Was ist dein, du hast die nächsten Kongresse angesprochen. Da müssen, wollen wir ja auch noch mal etwas zu sagen, was nicht unser nächster Kongress sein wird, ja. Wie wir Also, im Internet erfahren dürften, ja. die Erkenntnis ist jetzt tatsächlich, dass weder du noch ich bei der Volition dabei sein werden. Das haben wir jetzt tatsächlich über die Ankündigungen erfahren. Gab jetzt kein Gespräch mehr. Gut, okay, wir nehmen das so hin. Also es wird kein klares zur Nacht geben auf der Bühne. Im Moment ruht das Ganze auch. Also ist jetzt einfach nur eine Ankündigung. Und von dem her bloß, sollte eben jemand dabei sein und sich darauf freuen, muss ich leider enttäuschen. Klares zur Nacht wird es dort nicht geben. Unsere Lagesendungen habt ihr jetzt erstmal im Netz. Vielleicht werden wir irgendwann auch einmal irgendwo zu dritt mal zu einem kleinen irgendwo Abstecher noch sein, über die unsere Themen sprechen. Aber bei dem Kongress sind wir nicht dabei. Anscheinend hat sich das jemand anders gewünscht und unsere Themen.
sind nicht so sexy. Also bloß, dass ihr es wisst, wir sind nicht mehr dabei und wünschen aber der Volition natürlich unheimlich viel Erfolg und sollen sie es krachen lassen, ihr habt halt andere Themen. Also ich muss dir sagen, ich sehe es tendenziell ein bisschen anders. Ja, wir sind nicht dabei. Ich sehe es aber so, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass sich die Dinge aufklären. Weißt du, es gibt klare Kanten damit jetzt und auch klare Positionierungen. Jo, und das kann man so dann hinnehmen. Ich finde mich in so etwas besser zurecht als in so Schattierungsgeschichten. Von daher begrüße ich das, ist gut, einmal, wie immer, einmal frontal voran, weiter geht's. Ich sehe, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich sehe sehr hoffnungsvoll und optimistisch in das, was kommt. Ja, let's fetz, oder? Genau. Also konzentrieren wir uns auf unsere eigenen Projekte. Jungs, Da werden geht's. viele kommen. Und jetzt gehen wir mal in die Lage rein. Jetzt ist Schluss mit Selbstbeweihräucherung oder irgendwelchen anderen Dingen. Ja, Jungs, fangt mal an. Gut, Ich du hattest gesagt, oder ihr beiden hattet vor 75 Minuten, wolltet ihr ankündigen, dass wir jetzt, wir sind ja immer so am Laborieren und dass wir weniger, dass wir schneller werden, mehr getaktet sind? Erstens das, genau, dass wir da ein bisschen kompakter sind, weil wir merken es, dass ungefähr so nach 1,5 Stunden spätestens ist dann ganz normal Donnerstagabend 21 Uhr oder doch 21:30 Uhr. Der ein oder andere will dann vielleicht doch nochmal fortgehen. War früher so die Zeit, wo man in die Disco gegangen ist oder vielleicht nochmal in die Kneipe. Die Zeit wollen wir euch geben, weil man sollte das auch wieder genießen, beziehungsweise dass wir auch gucken und uns disziplinieren wollen, dass wir sagen, wir schwafeln nicht zu lange, sondern wir kommen in den Dialog, also circa immer 75 Minuten. Und ja, dann können wir auch den Donnerstag erstmal so halten. Es kann auch sein, dass wir uns mal einen anderen Sendeplatz raussuchen. Aber das müssen wir noch abstimmen und gucken, wie halt die Leute auch Zeit haben. Vielleicht gibt uns da auch mal ein Feedback. Wäre ganz nett, könnt ihr mal über die Mail machen. Oder wir machen mal eine Umfrage in den Telegram-Kanälen. Haben wir ja schon mal gemacht, aber dass wir es konkretisieren können. So, das wäre dann der redaktionelle Teil. Du bist so ein bisschen abgeschnitten, dein Kinn hängt manchmal so an der Bildschirmkante, das gibt dir so etwas Zwergiges. Also vielleicht, wenn die Kamera so ein bisschen runter tun. Ja, Nein, genau. das ist nur mein Stirnacken heute. Das ist nur der Stirnacken. Ich gehe da ein bisschen, wie meinte die Susanne Lorei, wenn man sich dann so nach vorne beugt, dann gibt es ein bisschen Aggression. Ah, Ja, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, Tinte am Füller. Und ich kann das ist aber auch was anderes. versuchen. Mark Tinte auf dem Füller ist was anderes. Also mein Hund, der kriegt dann auch immer so, dem stehen dann so die Haare, bevor die Lefzen hochgehen. Nein, sowas liegt mir fern. Aber gut, Spaß beiseite. Vielleicht kann ich die Kamera auch noch ein bisschen runterziehen und dann ist gut oder ein bisschen Gucken wir weiter dir einen weg. Ausschnitt. Nee, okay. Hier, ich würde, wenn ihr möchtet, mit so ein bisschen, sagen wir mal, 5, 6 Minuten Alltag anfangen. Na, also leg los. Dann haue ich da mal ein paar Folien jetzt drauf. Fangen wir an mit dem Wetter. Leute, Wetter, Wetter, Wetter. was sehr interessant ist, so die Wetterkanäle. Nach dem Ton sein 40-Tage-Video hat schon immer so ein paar Wetterkanäle, die ich mir angeschaut habe. Die gehen tatsächlich wieder in einen Spätwinter herein. Und ja, man merkt es ja jetzt da draußen auch schon, es frostet nachts. Die Sonne steht etwas höher. Aber es ist in eine gewisse Spannung ist in diesem Spätwinter, sagen wir es mal so. Zweitens. Die Welt müsste das sein. Die tippelt jetzt, dass wir auf einen Versorgungskollaps zusteuern, weil LKW-Fahrer fehlen würden. Auch da haben wir, ich möchte jetzt hier nicht alte, nicht eingetroffene Prophezeiungen noch nachverfolgen, aber es waren ja Inhalte. Achtung, da könnte es nochmal zu Versorgungslücken kommen. Ich gehe weiter. Uns werden 8,7% statistisch jetzt vom Buddhistischen Standesamt jetzt wieder Inflation bekannt gegeben. Ich halte das oder meine Wahrnehmung ist, dass das mir sehr wenig vorkommt, sagen wir es ganz nett. Wir haben ja jetzt auch schon gesehen, verschiedene Hoteliers etc. planen mit 30% Nahrungsmittel- oder Lebensmitteleinkauferhöhung. Ja? Da sehen wir hier 20%. Und wer schon mal im Supermarkt war, die letzten Tage sieht, auf die meisten Produkte, Zucker, Ketchup, die Grundversorgung, haben wir enorme Aufschläge, Schläge, das Doppelte und das Dreifache teilweise, ja.
Also da scheinen sich mir die amtlichen Zahlen mit Hilfe des Warenkorbes nicht ganz so die Realität widerzuspiegeln. Ich gehe weiter. Was Einfach. ich heute noch, das passt noch dazu, was ich heute noch gesehen habe, ist ein Posting, wo sie einfach die Preise beziehungsweise die Gebindegrößen verglichen haben. Also das Beispiel, das bei mir hängen geblieben ist, sind Haribo Gummibärchen. Das waren früher 200 Gramm, jetzt sind es noch 175 Gramm, kosten aber dasselbe. Ne? Also so kann man die Preise natürlich auch erhöhen, ohne dass es groß auffällt. Ne? Lustig. Der Aber Preis. können wir da doch, wir sollten da mal kurz reingehen, weil das ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Also jetzt erzählen Sie uns wieder was von 10%. Das heißt, wir wären jetzt dann, hätten volle 12 Monate 10%. Weil angefangen hat es ja letztes Jahr mit dieser extremen Inflation. Ne? Das ging ja los nach der so bösen russischen Invasion. Man muss aber dazu sagen, ich möchte immer wieder daran erinnern, und da verweise ich auf den Thorsten Schulte, der im Jahr, wann war es, 2015 oder 2016, das kann auch 2017 gewesen sein, hat er auf eine EZB-Sitzung, danach ist er da rausgeflogen, also nicht mehr eingeladen zu weiteren Sitzungen, er war als Journalist akkreditiert, hat er gefragt, weil die EZB hat für den Euroraum eine gesunde Inflation von 2%, das wäre dann Preisstabilität, herausgegeben. Deutschland hat jahrelang diese 2% unterschritten, nämlich bei 0% gerechnet. Und damals gab es immer so wieder so unten, ja, Deutschland müsste natürlich dann irgendwann mal an den Punkt kommen, wo es das nachholen müsste. Also das ist eine ganz andere Ebene, die wir da aus meiner Sicht auch sehen, nämlich dass tatsächlich das auch eine Sache sein könnte, wo sich die Europäische Zentralbank auf diesem Wege und die macht die Geldpolitik, auch wenn sie uns was anderes erzählen, einfach wieder auf ihren Eurokurs, den sie irgendwann mal gebraucht oder den sie brauchen, wieder hinkommen. Da wird auch, denke ich, viel Tara und Tamtam sein, aber faktisch gesehen, die Börsen gehen wieder nach oben, es wird schon wieder von Allzeithoch und lauter so ein Zeug gesprochen beim DAX oder zumindest ist er also nicht abgestürzt auf 6.000 Punkte. Ich sehe auch nicht, dass die Kohle morgen verschwindet, sondern im Gegenteil, das ganze Programm läuft weiter. Das ist das eine. Zu den Lkw-Fahrern, jetzt mein zynischer Kommentar. Ja klar, da waren auch viele aus Osteuropa und Genau. nicht wenige, glaube ich, auch ukrainische Fahrer. Und ja, die russischen Fahrer dürfen ja nicht mehr rein, die sind immer da. Also hier sind die Versorgungs-Lkw schon mal nicht mehr da. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass hier ein Großteil abgezwackt worden ist und im Moment Munition durch die Ukraine fährt. Und die stehen natürlich bei uns nicht zur Verfügung, wenn sie denn noch am Leben sind. Das ist nur mal so eine Idee. Das ist dann eine Übersterblichkeit, allerdings ausnahmsweise mal nicht durch irgendwelche Viren, sondern eher so Bleivergiftung. Ja. Könnte sein. Eine Ergänzung von mir. Interessant finde ich, dass nach diesem Epoch Times Artikel die Gemüsepreise zwar volatil sind, insgesamt wir aber sehen, dass die Preisspirale sich bereits schon wieder abwärts dreht und wir es damit wahrscheinlich nur mit einer gefühlten Inflation zu tun haben. Ne? Ja, Also ich lasse faktisch es gesehen, einfach ne? mal so stehen. Ja, bitte. Also du hast ja vorhin auch noch die Streiks angesprochen. Ich weiß nicht, ob du da noch dazu Ja, kommen die willst. Folie habe ich auch dabei, ja. Okay. Aber im Moment ist der Sprit, also der Diesel, der böse Diesel, bei 1,70. Ja, ich komme da hin. Da können wir gleich was zu sagen. Dann gehe ich einfach in der Folie weiter, wenn der Martin nichts mehr zu sagen will. Okay, alles gut. Da haben wir es. Ja. Diesel, also ich summiere mal, die Gasspeicher sind bei 71 bzw. 69% heute am 2. März. Das war lange Zeit ja ein Angstszenario, wie auch die angekündigten Blackouts. Auf dem Weltmarkt sind die Gaspreise tatsächlich gefallen. Vielleicht hat das buddhistische Standesamt das auch schon eingepreist. Tatsächlich aber werden sehr viele Endverbraucher jetzt höhere Gaspreise haben bei sich. Obwohl er auf dem Weltmarkt fällt, wie du richtig sagst, Marc, wie auch Diesel, Benzin billiger geworden sind und auch der billige Diesel gegenüber Benzin plötzlich wieder preiswerter ist, ne? Ja, also von dem her müssten theoretisch auch die Preise hier wieder sinken.
Genau. Und wenn man jetzt sich jetzt mal überlegt, was wären denn jetzt, tun wir einfach nur mal ein Rechenbeispiel machen, letztes, also im Moment, ja, wir wissen nicht, ob tatsächlich noch Versorgungsengpässe eintreten. Ja. Polen kriegt kein Öl mehr aus Russland, da ist jetzt endgültig Schluss. Ich habe auch einen Post gelesen, ich weiß nicht, ob er hundertprozentig stimmt, aber anscheinend haben die, hat die polnische Regierung gedings, also Gotenhafen hieß es mal eine kurze Zeit, bei Danzig den Hafen zugemacht für Ölimporte und das würde wiederum die Raffinerie Schwedt, also sprich Ostdeutschland betreffen. Ja. Ob das so ist, ob da weniger reinkommt oder nicht, ist die eine Sache. Man muss aber auch dazu sagen, anderes Öl wird ja importiert. Ohne Probleme. Und wenn heute beispielsweise russisches Erdöl in dem Tanker drin ist, zu 95% russisch ist und da kommen, oder lass es 2% Saudi-Öl drauf, dann ist das kein russisches Öl mehr. So funktioniert diese ganze dieser ganze Beschiss. Weil dann ist es nämlich crude, keine Ahnung, mixed, whatever, und damit fällt es nicht unter Sanktionen. Meine Herren, ich sage das jetzt mal so frech heraus, wir werden hier seit über 24 Monaten, was diese ganzen Sachen richtig angeht, aus meiner Sicht richtig verarscht. Also wir kriegen russisches Cuvée-Öl. Ja. Ja, Wir brauchen tatsächlich, russisches der Öl. nächste Angstporno ist bereits schon wieder drin. Du hast es angesprochen, die Raffinerie Schwedt, Ostdeutschland, dass man da jetzt vermutet oder argwöhnt, dass da die Benzin- und Dieselversorgung zusammenbrechen könnte, weil die keine Rohstoffe mehr bekommen würden, ja. Ja, also was ich mit den beiden Folien zeigen wollte, ist, dass es im Grunde dann nur nach den ganzen Angstszenarien eine jetzt Geldumverteilung war, dass der Endverbraucher Preiserhöhungen bekommen hat, froh war, dass er überhaupt jetzt Gas hat, es warm ist, währenddessen auf dem Weltmarkt die Preise fallen. Das ist doch der Knaller, oder? Das ist die Handschrift dieser Krise. Also ich auf der einen Seite hausgemacht, auf der anderen Seite, ich Ja. halte langsam für das Bundeskabinett, glaube ich, für die größten Verschwörungstheoretiker, die es überhaupt gibt. Unsere besten Leute sind Ja. wir. Naja, gut, vielleicht überblicken sie die Dinge auch nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Aber Die auf der sind anderen Seite, 160 Grad in Ordnung. ja klar. Gut, machen Und 17.000 Euro pro Monat Salär ist für die auch in Ordnung. Da ist auch wurscht, ob die Butter 2,30 oder 3,50 kostet. Das ist ja, dann doch egal. die gehen ja nicht selbst einkaufen. Die sind damit beschäftigt, dass sie gemeinsam Europa verenden. Genau. Okay, Ja, ja, kann man machen. Deutschland ganz Aber gut. klar. Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn das so weitergeht, werden wir hier wirklich ruiniert. Der Herr Habeck will jetzt Öl- und Gasheizung ab ersten, der nächste Angstporno, ab 2024 verbieten. Ne? Nachdem jetzt die ganzen Rohstoffe, Gas, Strom so teuer sind, die Industrie abwandert, die Firmen entweder pleite, Insolvenz gehen, noch ein paar Jahre und wir sind ruiniert. Also ich verstehe schon, warum ein Herr Tol sagte, ihr müsst Deutschland wieder aufbauen. Das ist eindeutig. Die sind voll mit Abbau beschäftigt. Volles Abrisskommando. Aber jetzt guck dir mal diese Meldung an, ne? Öl- und Gasheizungen verbieten. Wie soll denn das gehen? Das heißt, vielleicht muss man das einfach mal dazu sagen. Das würde einen Neueinbau oder einen Ersatz von bestehenden Heizungen bedeuten und Heizungen, die früher war, also oder beziehungsweise im Moment ist es beim Verkaufsfalle so, dass eine Heizung, die eine Ölheizung beispielsweise, die älter als 1985 ist, muss zwingend innerhalb von 2 Jahren beim Eigentümerwechsel getauscht werden. Das ist das eine. Macht meistens auch Sinn, weil die Dinger dann einfach alt sind und nicht mehr wirklich, ich sage mal so, energieeffizient arbeiten. Die zweite Sache ist, es muss auch erst einmal Ersatz dafür her. Und eine Wirtschaft, die gerade dem Keller oder zumindest in den Keller geschrieben wird, kann das Zeug gar nicht produzieren. Und viele von den Dingen, und das glaube ich, kann der Martin dann noch mal wirklich auch ein bisschen dezidierter, wenn er es möchte, zeigen. Viele Komponenten kriegen wir im Moment gar nicht her. Das heißt, wir können hier gar nicht so viel herstellen, wie wir wollten. Also sprich, was weiß Das ich, Düsen ist ja oder was. schlauer gedacht. Dieser Verbot ab 2024 betrifft ja dann nur den Neueinbau von Heizung. Danach geht es ja so stückweise, wie du sagst, nach Altersklassen.
Und wenn du neu einbaut, wenn du nur die Neueinbauten da sanktionierst oder unter diese Regel stellen lässt, dann gibt es halt weniger Neueinbauten. Fertig, wenn keine Komponenten da sind. Ja. Und jetzt kommen wir auf einen anderen Punkt. Das wiederum, aber das müssten wir vielleicht wirklich mal dezidiert auseinandernehmen. Das geht ja alles in diese Richtung, CO2 als neue Grundlage einer Währung. Und auch das ist am Kippen. Zumindest sehe ich das. Das ist das, was ich so im Hintergrund sehe. Die wehren sich gegen alles. Wurde schön aufgemacht, die schöne neue grüne Welt. Du hast dein CO2-Konto, du hast das, du hast das. Jetzt ist aber die Energie nicht mehr da, weil die Energie kann nicht geliefert werden. Rein technisch gesehen, du kannst Windmühlen aufstellen, so viel du willst. Du wirst niemals einen gleichbleibenden Strom, also das heißt, du wirst kein stabiles Stromnetz haben. Funktioniert kein Energieauto, funktioniert kein gar nichts. Es funktioniert aber auch kein 5G und funktioniert auch keine Totalüberwachung. Das heißt, das, was die uns erzählen, ist alles Schwachsinn. Und die sind mit ihrem Ding irgendwo am Ende. Die wollen halt noch dieses Finanz, diese Unter oder den Untergrund für dieses neue Finanzsystem wollen die jetzt noch durchdrücken. Wird aber nicht funktionieren, ist meine Prognose. Aber das müssen wir wirklich einmal an einem anderen Tag auseinandernehmen. Ich könnte mir denken, dass diese neue Weltordnung, die hier vor unseren Augen scheitert, ich teile da deine Ansichten, dass die nur die Maske ist für die wirkliche neue Weltordnung, die im Hintergrund bereits aufgebaut wird, siehe BRICS etc. Und alles, was mit multipolar zusammenhängt. Ja, das ist die Maske für den Neuaufbau dahinter. Gut, dann haben wir, dass die EU-Staaten die Atomkraft wieder fördern wollen. Die ganze Welt baut ja auch Kohlekraftwerke, ne? Atomkraftwerke hier die EU auch, ja. Allerdings Deutschland natürlich nicht mit dabei. Atomkraft ist ja böse und ich werde das Gefühl nicht los. Es gehört auch einfach zwingend zur Deindustrialisierung hier von diesem Land. Da darfst du keine billige Energie zur Verfügung stellen, ja. Deswegen keine Aber Atomkraft, ja. wie gesagt, alles andere funktioniert dann auch nicht. Was meinst du mit alles andere? Wenn du nicht genügend Energie hast, Ja. dann kannst du nicht den Umschwung in eine digitalisierte Gesellschaft fahren. Ja. Und damit fällt dieses ganze Finanzsystem aus meiner Sicht auf Dauer auch zusammen, weil du das gar nicht mehr hinbringst, also auch das Tracken und andere Dinge. Dann sind wir wieder bei dem Thema Horch und Guck. Ah, Ja, ich verstehe. das heißt, Ja, vielleicht kommt da auch die große Energiewende dann in 2, 3, 4 Jahren, wenn es probat ist, wenn man es braucht, gell? Dass du dann eben doch wieder Atomkraftwerke anwirfst, um deine du Technik kannst aber keine mehr bauen, zu. und das mit dem weil Anwerfen wird auch schwierig, weil jetzt haben sie gerade publikumswirksam die Kühltürme in Biblis abgerissen. Und hier in Grafenrheinfeld, was ja hier ganz in der Nähe ist, beginnt der Rückbau auch schon. Also die reißen die Hardware ab, ne? Na, da ist also nichts mit mal wieder anwerfen. Wahnsinn. Auch wenn wir hier in Deutschland an den Aufbau gehen in ein paar Jahren, wir müssen so viel an Strukturen erst wieder neu schaffen. Wir entwickeln ja jetzt auch Abhängigkeiten zum Ausland. Da gibt es so viel an Vertragswerk neu zu schaffen. Und ich glaube, das ist der Punkt von dieser Operation Verbrannte Erde, so werte ich das ja immer, dass man einfach die Zeit verzögert, bis wir wieder auf die Füße kommen. So verstehe ich das in meinem Kopf, was hier passiert. Ja. Dann würde ja auch der Raub der deutschen Firmen, der versuchte Raub der deutschen Firmen nach Amerika Sinn ergeben. Allerdings gibt es ja auch einige Firmen, die sagen, wir gehen nicht in die Vereinigten Staaten, wir gehen nach China. Und jetzt kommt unser Tartaria-Spezialist, damit mache ich doch eigentlich nur eines. Also die Welt ist ja rund, zumindest wird es uns so erzählt. Dann verlage ich mich jetzt nach China und dann habe ich dort alle Möglichkeiten dieser Welt, habe die billigen russischen Rohstoffe wieder. Firmenzentrale sitzt halt dann weiterhin hier, okay. Aber ich kann da drüben produzieren und irgendwann kommt vielleicht noch der große Zug, der dann halt die fertigen Güter nicht über See, sondern über Land zu uns bringt. Also das heißt, wäre eine strategische Entscheidung, weil deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass die Grünen so gegen die Chinesen schießen.
Ja, und sie müssen auch deswegen gegen die Chinesen schießen, weil sie in der Atlantikbrücke sind und aus den USA natürlich auch die Marschrichtung haben, gegen China sein zu müssen. Ja, genau. Darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Ja. Ja, gut, ich halte fest, also auch mit diesem Öl- und Gasheizungsverbot haben wir es wieder zu tun mit einem nächsten Angstporno. Ja, wir haben ja jetzt auch gerade die Grundsteuerreform, die auch noch da ist, wo es gegen die Eigentümer geht. Wir sehen, dass die ersten Wohnungen geräumt werden jetzt für Flüchtlinge. Wir haben jetzt ein Berliner Altenheim, das geräumt worden ist für Flüchtlinge. Da werden jetzt auch wieder Bürger erster und zweiter Klasse und neuerer erster Klasse definiert und damit natürlich auch wieder weitere Angstpornos. Das könnte dann da die Umfolgung sein. Ich gehe weiter in der Ich habe Folge, ja? kurze Frage zu dem Heim. Ne? Ja. Ich habe so einen Tweet gelesen, beziehungsweise die Frage für einen Freund. Könnte es sein, dass einige Altenheime so wenig Belegung mehr haben, dass man sie jetzt mit anderen Gästen, ja, oder in einer neuen Belegschaft auffüllen muss, weil vielleicht die ursprünglichen Insassen in den letzten 2, 3 Jahren durch irgendwelche guten medizinischen Betreuungen sich entschlossen haben, aus ihren Körpern zu treten und vielleicht in eine andere Sphäre zu übergehen. Ich möchte ja keine medizinischen Falschinformationen verbreiten. Wisst ihr, worauf ich raus will? Ja, ich suche dazu auch einen Artikel, der das klarer gesagt hat. Ich muss jetzt Ist ja ein leider. Investmentmodell, ne? Ja, ist klar. Ich kann es Also dann. die Altenheime. Die Zahlen, die ich sage, stimmen nicht. Man hat herausbekommen, dass während der letzten Jahre. Doch, ich habe es wieder. Die Hälfte. Nein, no, neun, neun von 10 Toten waren in Altenheimen in den letzten 3 Jahren durch Covid gestorben. Das könnte ja ein Hinweis sein, dass wir unter Umständen unsere Altenheime umbenennen müssten. Ja? Und ich mich dann frage, was da wirklich getan wird. Aber da sind wir unter Umständen auch schnell in bitterbösen Themen drin. Geht aber genau in die Richtung, die du da auch meinst, Marc, denke ich. Ne? Stimmt. Ich habe jetzt gelesen, da gibt es, glaube ich, irgendwo so irgendwelche auch Krematorien. Man ist ein makabres Thema, aber man kann es ja mal ansprechen. Vielleicht weiß da jemand genaueres. So ein paar Krematorien, glaube ich, auch im Osten, die sind relativ neu gebaut worden. Und da sind momentan unter Zelten auf dem Parkplatz Särge gestapelt, weil sie innen drin keinen Platz mehr haben. Es Habe ich geht auch natürlich, gelesen. solange du Minustemperaturen hast, wenn es jetzt 10 Grad plus wird. Ja, können Sie wegen Riechen anfangen. Ja, was auch gut reinpasst in diese Deindustrialisierung, die wir eben hatten, ist, dass BASF zwei Anlagen zur Ammoniakproduktion schließen will, Ludwigshafen endgültig außer Betrieb setzen. Angabe, warum? Massiv gestiegene Erdgaskosten, ne? Die Chemieunternehmen erwirtschaften Minus zu einem Viertel. Viertel der Chemieunternehmen sind im Minus. Das sind alles Umstände, die natürlich dann in eine Deindustrialisierung führen. Ammoniak wird auch zur Sprengstoffherstellung gebraucht, ne? Gell? Hat doch der eine Offizier gesagt, wir brauchen eine Kriegswirtschaft. Sollte man vielleicht dann doch nicht schließen. Ja? Ich gehe. Ja, weil Ich wollte nur kurz da. Wir verlabern uns schon wieder. Ich wollte nur echt schnell durchgehen, damit man so ein also bisschen. weiter, 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 Alter, weiter, hier, weiter. da, was doch wirklich Furore gemacht hat, der mit Blumen bedeckte Panzermarkt. Das ist doch bestimmt ein Thema für dich, oder? Also es ist ein T-72. B1, das ist jetzt hängt mit oben mit diesen Reaktivblöcken zusammen, der nicht nur in Berlin, sondern man hat das Ding ja, also es ist ein abgeschossener russischer Panzer, klar, oder vielleicht ist es auch ein ukrainischer, keiner weiß es, den hat man ja vor der russischen Botschaft platziert. Und irgendwie ging das Ding nach hinten los, aber nicht nur bei uns, sondern auch in den baltischen Staaten, wo man dasselbe Ding gefahren hat. Also konstantierte Aktion, Kriegspropaganda nennt man sowas. Und die Leute bedecken das mit Blumen. Und das finde ich richtig geil. Ja. Aber man versucht sie daran zu hindern, weil so geht das gar nicht. Am nächsten Tag wurde die russische Fahne übrigens von einem deutschen Polizisten wieder abmontiert.
Wer die ukrainische wieder draufgesteckt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat auch, ich drück's vorsichtig aus, die Polizei hat zumindest das Abräumen der Blumen überwacht. Okay. Ich habe jetzt hier die Daten. Jeder zweite C-Tote starb im Altersheim. Jeder zweite C-Tote starb im Altersheim. Da frage ich mich, welche Funktion die Altersheime während der letzten 3 Jahre hatten. Ne? Gut, Und das. die Rentenkassen haben Überschuss, ne? Und die Rentenkassen haben Überschuss und das Geld kannst du dann verteilen und dreimal darfst du fragen, wohin wir das tun. Der geneigte Zuschauer denke selbst weiter. Ja, sehr schön symbolisch, unser Reichstag, dem deutschen Volk da hinten, der Schriftzug noch dahinter und dann die Ukraine-Flagge davor. Ja, wir haben ja dann diesen Macron-Twitter-Ding auch gehabt mit dem Herrn Zelensky zwischendrin. Die europäische Familie passt ja dann rein. Passt jetzt auch von der Bevölkerung schon ein bisschen rein. Wir kriegen ja immer mehr Ukrainer ins Land. Jo, kann man auch mal die Flagge davor hissen, oder? Passt doch dann. Und obendrauf. Ja. Ja, das haben wir. Sehr, sehr, sehr symbolisch für unter Umständen, für wen dieses Gebäude agiert, für wen nicht. Na gut, eine deutsche Flagge ist auch noch davor, die europäische auch. So jeweils zum Drittel. Flagge der BRD, ja, genau. Ja, genau. Aber zu dem Panzer auch nochmal, Marc. Stell dir mal vor, was das auch für was für ein Schock, was für eine unglaubliche Provokation das ist, Martin. Wenn du hättest jetzt einen deutschen Panzer, sagen wir mal, abgeschossen, zerstört und stellst den in Russland vor die deutsche Botschaft. Das bedeutet ja so viel wie, wir haben mit euch überhaupt gar keinen Bock mehr zu reden. Hier nehmt eure abgefragten Teile, die wir zerstört haben. Ich meine, ich denke gerne in Symbolismen, hat ja auch einen symbolischen Gehalt, gell? Ende jeder Diplomatie, wir machen euch kaputt. So würde ich das auffassen, ja, wenn ich da jetzt im Botschaftsgebäude sitze. Oder? Auf jeden Fall. Und dann auch noch mit der Kanone auf dich gerichtet, weil die Kanone zeigt ja aufs Botschaftsgebäude. Ja. Jetzt Krass. mal was anderes. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, das ist ja ein zerstörter Panzer, ne? Ja. Weil wir haben ja andere Panzer auch in Berlin gehabt. Wir haben ja in Berlin immer wieder dieses Bild gehabt, wo du entweder, was weiß ich, Höhepunkt der Berliner Krise, ne? Mauerschließung, wo dann M48 gegenüber von T54 gestanden sind, Checkpoint Charlie. Oder wir haben den T-34-85 gehabt, wir haben vor jeder amerikanischen Kaserne einen Panzer gehabt, eigentlich bis heute oder beziehungsweise zumindest hier in Nürnberg war das so, bis es dann das Amt für Migration wurde, ehemalige SS-Kaserne. Aber bei diesem Fahrzeug, wie gesagt, es ist ein abgeschossenes. Und jetzt nimm dir mal die ukrainische Flagge, es ist ein abgeschossen, könnte auch ein ukrainischer Panzer sein, weil die fahren nämlich mit denselben Dingern rum. Also das heißt, man könnte das auch anders verstehen. Okay, Und super. es ist kein, also so ein Ding geht ja leicht nach hinten los, weil was möchte ich denn aussagen? Schaut mal, wir haben eure Panzer zerlegt. Ja, genau. Um jeden ukrainischen Soldaten, genauso wie um jeden russischen Soldaten, tut es mir leid, der hier verheizt wird, in solchen Kästen letztendlich. Weil wenn du da einen Treffer kriegst, hast du vor allem bei dem Modell relativ wenig Chancen, wenn es ein Volltreffer ist, rauszukommen. Du hockst auf der Munition. Und ja, ist ein symbolisches Bild. Also ich finde die ukrainische Flagge da oben gar nicht so verkehrt mit den Blumen. Okay, Als da Mahnmal war für die jetzt eigenen Leute. diese Blumen, die haben ja unheimlich Furore gemacht. Man konnte jetzt auch lesen in den Kanälen, dass in Russland die Menschen sich wahnsinnig über diese Reaktion der Menschen in Berlin gefreut haben, ne? Dass man da eben halt einfach Menschlichkeit gezeigt hat und so ein, ja, ich finde es halt auch sehr archaisch, martialisch, dass man das konterkariert hat mit diesen Blumen, ne? Ja, die Leute sind nicht so blöd. Und vielleicht sollte man das auch mal sagen. Und das ist auch eine ganz tolle Sache, dass sich trotz alledem, und die werden ja auch totgeschwiegen, so viele Friedensdemonstrationen momentan auch bilden mit zum Teil 50.000, 60.000 Leuten, die einfach gegen diesen Wahnsinn hier protestieren, vor allem gegen Waffenlieferungen und ja. Ja, genau. Gut, sind wir fast schon durch. Ich habe noch einen Twitter vom Elon Musk. Der ist ein bisschen mysteriös jetzt von den letzten Tagen. Der sagte, die Ukraine sollte sich in den maximalen Verteidigungsmodus begeben. Eine große russische Offensive sei am Kommen. Und das russische Verteidigungsministerium das vorbereiten will auf Provokationen mit psychotropen Waffen. Da sollten wir noch
nachher noch mal ein bisschen etwas dazu sagen. Da fällt LSD, BZ fällt da drunter. Sollten wir mal, ja, habt ihr da auch was von mitbekommen von diesen beiden Sachen? Also die russische Offensive, wie auch unter Umständen ein False Flag oder tatsächlicher Einsatz im Krieg, wissen wir, ist es schwierig, die Wahrheit zu finden. Könnt ihr da was zu sagen? Also ich kann ja zu dem rechten Ding was sagen, immer wieder das Thema der Krim. Es gibt jetzt auch, oder beziehungsweise ich habe Berichte von dem, Mensch, wie heißt jetzt der, von einem ehemaligen US-General gehört, der nicht mehr im Dienst ist. Vielleicht kommst du noch drauf, oder Martin, du weißt, wen ich meine. Der hier großartig rumschwadroniert. Also man müsste jetzt nur mit ein paar Drohnen und ein paar Langstreckenraketen und sonst was die Flugplätze auf der Krim ausschalten und dann marschiert man mit einer, also einer Panzerfaust, also nicht einer Panzerfaust, sondern einer gepanzerten Faust gerade von nach Melitopol durch und dann trennt man das und dann würde das den Russen den Garaus machen, weil dann würde dort die Regierung kollabieren und das Volk würde aufstehen. Die sind sowas von, ich weiß nicht, was mir da einfällt. Sowas von verblödet. Die haben nichts begriffen. Die haben die russische Geschichte nicht begriffen. Die haben nicht begriffen, dass. Ja. Ich las jetzt gerade das, was du letzte Woche gesagt hast, schon vom Scott Ritter, dass die Munitionsvorräte massiv auf Seiten NATO und Verbü also ja, NATO schwinden, massiv schwinden. Ja. Der Scott Ritter sagt Es. ja, maximal bis Sommer halten die es durch, dann geht denen ganz einfach die Munition aus. Ende Gelände. Naja, können ja mal bei versuchen, bei den Chinesen anzufragen, ob die vielleicht liefern, aber die liefern jetzt vielleicht dann doch eher nach Russland. Das Okay. ist Fiktion gegen Realität. Ja, sieht so aus, ja. Aber da kommen wir noch. China kommen wir noch. Du noch was, Martin, oder geht's weiter? Ich glaube, ich bin Geht da. weiter. Ah, da wolltest du ja was zu sagen. Wo Ja, genau. Darüber bin ich heute gestolpert. Fand ich hochinteressant. Also ist jetzt mal ein ganz anderer Winkel. Aber Wohnungseigentumsquoten in Europa. Was mir aufgefallen ist, also dass wir ganz hinten sind oder fast ganz hinten sind, das ist ja nichts Neues. Das wissen wir schon lange. Also interessanterweise die Schweiz mit der Eigentumsquote sogar noch hinter uns. Also ausgerechnet die zwei der reichsten Länder Europas haben die geringste Eigentumsquote. Das passt auch irgendwie nicht zusammen. Und was ich auch spannend fand, wenn man sich die Top 4 anguckt, also oder sogar die Top 7, der einzige, der da aus der Reihe schlägt, ist Spanien als der einzige westeuropäische Staat. Das sind alles ehemalige Staaten des Ostblocks und ehemalige Staaten, die Kommunismus hatten. Und ausgerechnet die haben eine höhere Wohnungseigentumsquote als wir in Westeuropa. Und dazu hatte der Marc was Interessantes zu sagen, wahrscheinlich auch mit seinem Hintergrund als Makler. Genau. Und zwar, ich habe, das ist jetzt ungefähr, glaube ich, ein halbes Jahr her, habe ich beim Thomas Röber eine ganz interessante Geschichte über Russland gehört. Und zwar ist es so, dass in Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion waren die Leute ja auch alle, also da gab es ja keine Obdachlosen in dem Sinn, sondern die hockten alle in Wohnsilos oder halt irgendwo in der Wohnung drin. Und nach dem Zusammenbruch hat sich ja der Staat nicht mehr darum gekümmert. So, und dann konnte dort jeder, der eine Wohnung bewohnt hat, also dort Mieter war, weil vorher hat es kein Eigentum gegeben, auf das dementsprechend zuständige Amt gehen, gegen eine geringe Gebühr. Er hat gesagt, es waren ein paar Rubel, also was weiß ich, ein paar Euro, was halt das damals gekostet hat. Und dann wurde diese Wohnung zu deinem Eigentum erklärt. Und es wird vermutlich. Ich kann es jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber nur so lassen sich diese Quoten erklären. Wurde das genauso in Rumänien und in der Slowakei und in anderen sozialistischen Ländern gemacht, weil plötzlich einfach das Ding zusammengefallen ist. Theoretisch wäre das sicherlich auch im Osten, also in Ostdeutschland gewesen, aber da kam ja dann die Treuhand und die hat dann alles einmal treuhänderisch verwaltet. Aber da gehen wir nicht näher ein, weil das ein ganz heißes Thema ist. Treuhand, Treuer. Ja, die Quote Deutschland 53%. Ich würde mal sagen, hängt vielleicht daran, dass wir einfach so gerne reisen und da dann beschäftigt sind damit. Wir sind ja Reiseweltmeister, so dass wir kein Eigentum erwirtschaften. Aber Spaß beiseite, wenn du guckst, der EU-27 Durchschnitt unten rechts liegt bei 71%. Ja. Und wir bei 53. Und dann nimmst du Frankreich am unteren Ende des Mittels.
ungefähr nimmst du mit dazu mit 62%. Darüber kommt der Niederlande 67%, ist sehr nah dran am Mittel 71%. Und dann siehst du, die Geberländer der EU, die Einzahler Deutschland, Frankreich, wäre meine Interpretation von diesem Bild, wurden systematisch ausgeraubt hier. Ja, systematisch wurde, wenn du Wohneigentum nimmst als Quote für das Wohlergehen der Menschen, ja, dann sind wir in Europa sehr weit zurück. Trifft sich auch mit meinen Eindrücken von der Kindheit bis heute über die Kaufkraft eines deutschen Durchschnittsarbeitnehmers im Ausland, die ist beständig immer weiter gefallen. Ja. Es passt hervorragend zu den Quoten über den Renteneintritt, über die Rentenhöhe, wenn du da Deutschland mit Holland, anderen Ländern vergleichst, Italien, ja, sind wir überall zurückgefallen. Ein jeder darf sich selbst überlegen, was da passiert ist, still und leise über Jahrzehnte. Ich würde es, mir kommt es an wie ein Krieg gegen das Volk hier, gegen die Menschen, ja, ganz klar. Allerdings eines noch ganz kurz. Also wir hatten niemals solche Eigentumsquoten wie ganz da oben waren. Noch niemals. Ist Du klar, ja. hast immer, ja, du hast immer irgendwo das Thema gehabt, dass du Arbeiter gehabt, beispielsweise Berlin war ja so ein Thema, da haben dann, aber das war eine andere Geschichte. Da haben Unternehmer wie was weiß ich, Siemens oder Bosch oder sonst was, die haben Betriebswohnungen gebaut, auch weit bis in die 50er. Oder die Deutsche Post hatte für ihre Angestellten Wohnungen. Da bist du reingegangen. Warum solltest du dir selber eine Wohnung kaufen, wenn du die zu wenigen oder du hast auch eine Bindung zu deinem Unternehmen gehabt. Das waren ganz andere Strukturen. Also das heißt, du hast hier ja, eine andere Kultur gehabt. Die hast du heute nicht mehr. Weil heute hast du dann sogenannte städtische Wohnungsbaugesellschaften, die dich kündigen könnten, theoretisch, Ja, tun sie wenn auch. andere kommen, die mehr Miete zahlen. Ja, Aber oder das ist gewünscht auch sind. so ein Siehe Thema. Lörrach, Marc. Siehe Lörrach. Das ist eine städtische Ja? Wohnbaugesellschaft in Lörrach, die da jetzt kündigt, damit die Flüchtlinge reinkommen. Aber aus meiner Sicht ist das vorgeschoben. Ich glaube, dass da einfach Kasse gemacht werden soll. Das ist eine Vermutung. Und das kann ich einfach beobachten, wenn du sagst, du hast hier alte Burgen, die halt seit 40, 50 Jahren nicht mehr saniert worden sind oder nicht mehr gescheit, halt Binnensanierung, wo es notwendig war, die werden weggerissen, wird was Neues hingestellt, da wird wahrscheinlich mehr Flüchtlinge einziehen. Weil ich jetzt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich erlebe es jetzt hier, natürlich sind die Leute auf der Suche, aber ich sehe jetzt keine Leute, die draußen auf der Straße in Zelten untergebracht sind. Ich glaube, dass uns da auch viel, einfach viel Scheißdreck erzählt wird. Es sind alles Themen der Buchhaltung in diesem Land. Und du warst selber in der Verwaltung, du hast es selber erlebt. Hier wurde auf Privatisierung umgestellt und es geht nur noch um die Kohle. Ja, nee, es ist schon viel Ideologie auch drin, Marc. Das geht, also Ja, ich, natürlich. die Ideologie, es geht nicht um die Kohle, es geht um die Ideologie. Ich weiß, du liebst deine Buchungssätze-Themen. Wir haben hier gerade Kommunalwahlen, auch wieder Landrat oder sowas. Und ich erlebe, wie dann jetzt der SPD-Mann zum Beispiel antritt mit dem Slogan bezahlbaren Wohnraum schaffen. Da wird mir schlecht. Ich sehe da nicht nur dann diese Mietkasernen, diese Betonplatten, Wohnhäuser, die dann irgendwo hingestellt werden, sondern ich sehe auch, dass für wen das sehr schnell gebaut wird. Das wird hinter diesem Slogan, hinter diesem gut sich anhörenden Slogan bezahlbaren Wohnraum schaffen, denke ich, geschickt verborgen. Du hast dann ja eben sehr einkommensschwache Mieter und welche Personenkreise sind das in den letzten Jahren? Möge der Zuhörer und Zuschauer selbst weiterdenken, ja. Wird mir schlecht bei dem Thema. Rechts das Bild habe ich jetzt eigentlich nur mit reingenommen, um zu zeigen, wie bösartig und subversiv doch die Kanäle und alternativen Medien sind, weil sie der guten Frau unterstellen, sie sei im Grunde gar nicht intelligent. So, gut, ne? Das wären Ja, meine bloß Folien erst einmal. Ich verständlich. würde, ja, was? Ich würde dann rausgehen hier, ja. Die hat nur ein anderes Weltbild. Genau. So, gut. Wo machen wir weiter, Leute? Hier, da war auch so ein Ding. Auch wieder so. Also eigentlich müssten wir die Sendung Angstporno nennen. Ich habe hier gerade eine andere Folie. Kassenpatienten sollen 2000 Euro selbst be bezahlen demnächst. Ne? Das war der Herr Professor Bernd Raffelhüschen. Ja, das sind alles, also es jagt eine Angstbotschaft die nächste und hält die Leute in Atem. Und
Ich könnte mir vorstellen, das ist System dieser Tage, ja. Ja klar, weil Ihnen Ihr Berufssystem um die Ohren fliegt. Auch dass Nur darum geht es. ein Herr Lauterbach hat sich ja abseits der Sicherheitskonferenz da mit dem Herrn Gates getroffen und twitterte dann los, die nächste Pandemie sei sicher. Und das, nachdem jetzt wir eine kollektive Traumatisierung im Volke haben, ne, dann liest du sowas, dann kriegst du das kalte Kotzen. Ja. Und ich halte das tatsächlich, meine Gewahrnahme ist, dass die Angstspirale ständig drehen und drehen und drehen muss, ja. Also Jedes nur Jahr. mal eine Frage, Frank, oder an Ja. euch zwei. Angenommen, jetzt kommt in einfach, ohne dass das eine Grundlage hat, ja, angenommen in 8 Wochen oder nein, sagen wir in einem halben Jahr, kommt wieder einer um die Ecke, also Karlchen, und sagt, jetzt haben wir aber den passenden Virus gefunden zur Maske. Glaubt ihr, das funktioniert nochmal? Ja, natürlich. Ich nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man im Freien eine Maske trägt, dass man das durchkriegt bei den Leuten. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man eine Druckmittelung, wo man dann sogar zugibt, sie schützt nicht vor einer weiteren Infektion, trotzdem weiter die Leute in die Nadel rennen, konnte ich mir auch alles nicht vorstellen und es ist passiert. Mein Fazit der letzten 3 Jahre ist, die Dummheit ist grenzenlos. Und ich sitze immer noch so da. Aber vielleicht bei uns, aber nicht woanders. Ich halte hier nichts mehr für unmöglich. Wenn die Also in anderen Ländern sagen, so zieh unsere rote Regierung. Pappnasen an, es schützt vor Fieber, wird es gemacht. Es wird gemacht. Die Leute sind Hey, auch moralisch am Ende. Entschuldige. Ja. Ja. keine medizinischen Fehlinformationen mit der roten Pappnase. Ja, die haben mich auf YouTube gesperrt oder die haben das letzte Referentengespräch rausgenommen, deswegen. Ja, Eine Woche kann ich Videos hochladen auf YouTube, deswegen muss ich darauf achten. Keine medizinischen Fehlinformationen. Rote Nasen helfen nicht gegen Virusinfektionen. okay. Was war denn deine medizinische Fehlinformation? Ich Weiß ich glaube, nicht, vielleicht hat der Joe irgendwas gesagt. ja, die Jo ist irgendwann ein bisschen abgegangen, so, ja. Gut. Ja, gut, du glaubst nicht, dass, ja, dass Nasen vor Fieber schützen. Ich glaube nicht, dass die Übersterblichkeit mit den Druckmitteln zusammenhängt. Das glaube ich nicht. Gut. Gut. Ich glaube auch nicht, dass die Regierung einer Freakshow ähnelt. Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, Natürlich nicht. dass man bei den meisten Online-Zeitungen die Kommentare unter den Berichten entfernt hat, weil zu viel Kritik da drin war. Glaube ich auch nicht. Stimmt. Eine Zensur findet nicht statt. Es Und steht doch auch, im Gesetz. ja, genau. Mann, wie kommst du denn da drauf? Ich komme auf gar nichts mehr. Meine Herren. Hä? Meinungsfreiheit? Natürlich hast du Meinungsfreiheit. Du hast keine Redefreiheit. Genau, du darfst still meinen, was du denkst. Ja. Aber bei Orwell gab es die Gedankenverbrechen, Marc, das weißt du, gell? Die haben wir hier auch. Meinst du? Ja, aber das nennt sich dann anders und das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Okay, also dann passen wir jetzt auf, was wir denken. Gut. Jo, Männer, was habt ihr mitgebracht? Können wir noch mal kurz auf die Ukraine kommen? Ich zeige da gerade mal schnell was. Es hat jetzt, Moment, Bildschirm freigeben. So, Männer können doch nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. So, jetzt, es hat im Ukraine-Krieg, sage ich jetzt mal, oder im Rahmen des Ukraine-Krieges tatsächlich was Neues gegeben, nämlich den Angriff von, soll ich Bodentruppen sagen, oder von Freischärlern auf russisches Staatsgebiet. Ich zeige erstmal, wo das Ganze passiert ist. Also wir haben hier unten die Ukraine, hier Kharkiv als größere Stadt, dann kann man es ein bisschen einordnen. Und hier Bryansk, also Russland. Das, was ich jetzt hier umrande, ist also dieser Oblast Bryansk. Und ich habe es auf der Karte gefunden, also hier der Pfeil zeigt in diesen Kreis rein. Hier ist die Ortschaft, da haben wir es, Ljubitschane. Die ist also, das hat die Alina Lipp unter anderem gepostet, das war auf den verschiedensten Kanälen. Hier sind also tatsächlich Truppen rein, die,
So ist es heute geschrieben worden. Sie sind als Terroristen identifiziert worden. Es soll ein russisches Freiwilligenkorps sein, das also als Teil der Territorialverteidigung der Ukraine eingesetzt wird. Also hauptsächlich aus im Exil lebenden russischen Nazis bestehen soll. Interessant aber, dass die sind also hier reingegangen, also in so ein russisches Freiwilligenkorps und haben die örtliche Bevölkerung terrorisiert. Also haben auf Bewohner auch in anderen Ortschaften noch geschossen. Und in Lubitschane speziell wurde wahllos auf Kinder und Männer geschossen. Die Menschen haben sich versteckt vor diesen Befreiern. Die haben sich also selbst Befreier genannt. Und das hier soll also tatsächlich ein Bild sein, das die gepostet haben in dem Zuge. Also hier auch wieder mit Symbolik, die wir aus anderen Zeiten kennen. Und mit diesen gelben Armbinden, die sich die Ukrainer umhängen. Also das wäre insofern was Neues, zweierlei Hinsicht. Also einmal betont die NATO ja immer, dass sie, auch wenn sie Waffenlieferungen machen, die nicht gegen russisches Staatsgebiet eingesetzt werden sollen. Außer natürlich die neuen Republiken und die Krim, die ja illegal annektiert worden sind und wo das Selbstbestimmungsrecht der Völker auch nicht zählt. Die haben natürlich nicht das Recht, sich von der Ukraine loszusagen. Also da darf man sie ruhig einsetzen. Aber auf das restliche russische Staatsgebiet sollte das zumindest vermieden werden. Jetzt haben wir also zumindest den Einsatz von kleineren Waffen direkt auf russischem Boden. Weil dass die ein oder andere Drohne da schon rübergeflogen ist, das war ja auch eine Meldung, die gestern, glaube ich, kam, dass sogar eine Drohne, ich meine, auf einen Gasverteilerpunkt oder sowas, 50 Kilometer entfernt von Moskau runtergegangen sein soll. Also insofern fühlt sich für mich an, hier soll geschürt werden, hier soll eskaliert werden. Ja, Putin hat ja auch schon eine Sondersitzung dann daraufhin einberufen, hat das Ganze als weiteren terroristischen Akt bezeichnet und auch schon Armee dann dahin gesandt. Ich habe mich gefragt dabei, was das Ganze, was Briansk völkerrechtlich bedeutet. Kann man das dann deuten, gerade auch in den Gremien, in den übernationalen Gremien als völkerrechtlich als Angriff gegen Russland, als analog zum Beispiel zu 9-11, ja, ein terroristischer Angriff auf das Gebiet Russlands, wie 9-11 ein Angriff auf das Gebiet der USA war, und daraus dann oder dafür dann Gegenmaßnahmen unter Umständen auch rechtfertigen, ja. Eine Konkretisierung einer möglichen Eskalation, dass man es interpretieren völkerrechtlich nutzen könnte, Fragezeichen, ja. Ist ein interessanter Aspekt, ja. Also es ist jetzt von der Größenordnung her natürlich ein bisschen kleiner. Aber nichtsdestotrotz, also hier wird auf Menschen geschossen. Ich weiß es nicht, ob hier irgendwo drin steht, ob das Familienoberhaupt wurde getötet. Ja, also in dem mittleren Bericht hier steht auch was, dass es tatsächlich Tote gab, ne? Also du hast auch Kommandounternehmen oder kleinere Unternehmen, die immer wieder False Flag-mäßig in vergangenen Konflikten benutzt worden sind. Und sei es dann nur als Rechtfertigung. Also ich nehme zum Beispiel Sender Kleiwitz oder sowas, ja. Mhm. Ja, hast ja immer dieses Doppel- und Dreifachspiel, was da möglich ist. Ja. Ja, richtig, ja. Also die Vermutung ist ja die, ich denke, dass diese Subversionsgruppen oder man nennt das ja auch Sabotage-Trupps, bei der Bundeswehr ist das eine ganz normale Sache. Das heißt, du hast da einfach kleine Truppen, die auch unbemerkt Aufklärung machen im Feindesgebiet. Das ist was relativ Normales, aber dass die tatsächlich offensiv in Kampfhandlungen gehen. Also wir können davon ausgehen, dass sicherlich die ein oder andere Sprengung, die wir in Russland mitbekommen haben, dass die sicherlich auf solche Trupps zurückzuführen ist. Aber auf Zivilisten jetzt loszugehen, das hat eine andere Qualität. Weil das sind dann keine militärischen Ziele, sondern wie er schon gesagt hat, das ist ganz klar, geht in den Bereich der Provokation und man möchte hier irgendwas heraus. Es wird eine Antwort geben, ja, also garantiert. Also ich würde sogar Terrorismus nennen, Marc. Nicht Provokation. Ja, Terrorismus ist halt schwierig, ne? Was machst du jetzt mit Terrorismus? Also es waren ja schon vor ein paar Monaten war ja schon mal das Thema, dass man eventuell die SMO zu einer Antiterror-Operation hochstuft. Also bis jetzt sind wir ja noch immer noch in einer in Anführungszeichen Polizeiaktion.
Alles, was darüber hinausgeht, wir sind immer noch von einem Kriegszustand, ja, auch wenn man es Krieg nennt, aber rechtlich gesehen ist es immer noch in einem gewissen Rahmen drin. Ja. Ist halt einfach so. Das könnte kommen, aber ich würde sagen, warten wir es ab. Also das jetzt zu beurteilen, schwierig, aber es spitzt sich zu. Das ist eigentlich der Punkt. Und es wird gezündelt von der Seite, die keine Munition mehr hat. Also zumindest bald nicht mehr. Nach eigenen Angaben. Ansonsten bleibt zur Ukraine halt noch zu sagen, dass sich die Schlinge um Bachmut weiter zuzieht. Also man sieht, heute war ein ganz interessantes Posting, wo russische Truppen mehr oder weniger ein Musikvideo auf den Dächern ziemlich in der Nähe des Stadtzentrums in Bachmut gedreht haben. Ich habe es jetzt leider nicht auf eine Folie gepackt, aber da steht einer mit einer Balalaika und einer, glaube ich, mit einer Klarinette oder sowas, machen da Musik. Was ja heißen würde, dass sie sich zumindest insofern relativ sicher sein müssen, weil sie ja mit Scharfschützen rechnen müssen. Also Exakt. Und im Hintergrund hast du dann auch im Park gesehen, wie da auch Soldaten ganz, ganz, ja, fast friedensmäßig gewandert sind, ganz normal gelaufen sind, ja. Das war ja so von schräg oben aufgenommen, dieses Video. Es soll im Zentrum Bachmut sein, man kann es allerdings nicht kontrollieren. Die letzten Meldungen, die ich kannte, jetzt hier auch vom Mainstream sogar, war ja, dass Bachmut im Grunde eingeschlossen ist. Der Markt könnte bestimmt noch mal was sagen zur strategischen Bedeutung Bachmuts, wenn das fällt, oder? Also kurz gesagt, Bachmut ist einer der Dreh- und Angelpunkte der gesamten Donbassfront. Wenn Bachmut, also zumindest wird es von so vielen militärischen Analysten international beschrieben, wenn Bachmut fällt, das ist auch mein Eindruck, dann wird die Front Richtung Siversk oben zusammenklappen, also sprich nach Norden. Und genauso geht es natürlich auch Richtung Süden runter, weil dann einfach diese extrem starke Verteidigungsstellung, die ja seit über 8 Jahren ausgebaut worden ist. Also wir reden hier von was in der Art und Weise wie eine Maschinenlinie. Dann wäre vor allem auch, wir reden auch über Höhengelände. Und Bachmut liegt höher als das, was dann dahinter kommt im Westen. Und das wäre natürlich strategisch gesehen für die Ukraine extrem schlecht, weil die dahinterliegenden Städte wie Kramatorsk und Kupjansk und so weiter, was dahinter liegt, sind Verteilungspunkte und die wären als nächstes auf der Reihe. Und wenn die dann fallen, ist irgendwann der Weg bis zum Dnepr, also sprich zu dem großen Fluss, der ja die Ukraine in 2 Teile teilt, wäre offen. Wir werden es erleben, was passiert. Ich glaube nicht, dass die Ukraine groß in der Lage ist, irgendwelche Gegenoffensiven zu fahren, auch wenn es jetzt heißt, dass schon Leoparden dort irgendwo gesichtet werden. Dazu habe ich ein kurzes Bild. Ja, es wurden Leoparden gesichtet. Ganz kurz finden, kurzen Ja, Moment. bestimmt, meinst du jetzt bestimmt den gefakten Leoparden da, ne, oder? Ja, den finde ich schon geil. Das ist nicht Aber den den muss man mal Feuer, ansehen. sondern den Einser. Nein, den meine ich. Ja, das ist, denke ich, das, was so eingesetzt wird. Ein kleiner Scherz am Rande. Okay. Ja, so. Okay. Der ist aber nicht im Sumpf. Nein, der ist nicht im Sumpf. Das Bild kann ich noch mal rausziehen, aber tatsächlich, das hat auch die Alina Lipp hat es bei sich auf dem Kanal gepostet. Ich suche das kurz raus. Aber wie gesagt, Bachmut ist, wenn es fällt, erstens sind eine Menge Leute umsonst draufgegangen. Zweitens, es ist extrem wichtig für die Strategie und es wäre vor allem ein massiver Schlag gegen die Moral aus meiner Sicht. Weil damit einfach klar ist, dass 8 Monate verzweifelter Kampf der ukrainischen Soldaten leider, also aus deren Sicht, nichts gebracht hat und dass hier Zehntausende, glaube ich, in der Größenordnung sind wir, einfach umsonst gestorben sind und etwas verteidigt haben, was sie nicht verteidigen konnten. Es gibt also Berichte auch im Mainstream, ich glaube, in der New York Post war ein Artikel, dass die Lebenserwartung eines neu angekommenen Soldaten in Bachmut 4 Stunden ist, wenn er an die Front kommt. Ui, da war ja Verdun, glaube ich, noch mehr, oder? Ein wenig, ja. Ja, ich möchte dazu dann eins nochmal sagen, da möchte ich nochmal eingehen auf die eingangs beschriebenen psychotropen Waffen, wann eine weitere Eskalation, wann setzt du so etwas ein? Ich meine, diese
Ja, Meldung der Russen, die USA hätten vor, psychotrope Waffen einzusetzen, also Psychokampfmittel, die chemische Kampfstoffe, die sind übrigens auch verboten, die Kampffähigkeit des Gegners mental eintrüben. Ja, Kopfschmerzen hast du dann, Verwirrung, Halluzinationen, findest dich nicht mehr zurecht, kriegst Angstzustände, die Konzentration lässt nach, wirst apathisch, solche Geschichten. Und diese Mittel werden eben, Marc, sehr oft eben als Aerosole über die Luft ausgebracht. Könntest du auch Drohnen, sonst was einsetzen? Ich sage es deswegen oder weise deshalb noch einmal darauf hin, weil solche Eskalationen fährst du immer dann, sagen wir mal, als letzte Mittel, wenn, genau wenn, ja, wann, bevor du gar keinen Joker mehr in der Hand hast. Also, ich könnte mir vorstellen, Bachmut fällt, Truppen laufen auf Kiew zu, ein Ende des Krieges naht. Dass dann die zumindest die Versuchung, solche Mittel einzusetzen, immer größer wird, ne? Also ich glaube nicht, selbst wenn das passiert, ich glaube nicht, dass wir am Ende des Krieges sehen, wenn Bachmut fällt. Definitiv nicht. Sondern dann ist einfach ein riesiges Thema, dass russische Streitkräfte frei werden, dass man aus dieser Position rauskommt. Jetzt habe ich das Bild gefunden, ich möchte es kurz zeigen, ich möchte auch erklären, warum das ein gefakter ist. Ich gebe mal kurz frei, das nur so nebenbei, kleine Kunde. Ja, wobei das jetzt ein interessanter Aspekt nochmal ist, denn wir reden dann über, ja, okay, du willst mit dem Panzer reden. Lass uns dann nochmal über Zeit und Zeitplanung reden. Der Ja, eine klar. General sagt ja auch, wir brauchen eine Kriegswirtschaft. Der Biden hat dieses Land-and-Lease-Abkommen, wo jetzt Waffen geliefert werden. Also je mehr Zeit vergeht, umso ungünstiger ist es für die Russen. Ja, aber das können wir gleich, also gar nicht so unähnlich einer deutschen Situation vor 70, 80 Jahren. Je länger der Krieg geht, umso unvorteilhafter wird es für dich aufgrund der Versorgungssituation. Ja, können wir Die aber gleich Frage ist für darüber wen? reden. Ja, Die du Frage willst. ist für wen? Wer kann produzieren? Und die Vereinigten Staaten können nicht produzieren. Aber wir kommen auf einen Spieler, der im Moment am meisten profitiert, und das ist China. Weil China profitiert von einem länger werdenden Krieg. Erstens, weil sich die Vereinigten Staaten und die westlichen Länder dort verausgaben. Das spielt den Chinesen bei den erklärten Kriegszielen der Amerikaner, die sehr offen aufgerufen haben gegen China, ihren Hauptfeind, in die Hände. Das Zweite ist, Russland kann ja auf diesem begrenzten Gebiet, was wir haben, also wir reden jetzt von einem Streifen, der ungefähr 1000 Kilometer lang ist, aber maximal eine Tiefe aus meiner Sicht von 50 Kilometern hat. Da ist alles Schrott, gar keine Frage. Aber das ist noch relativ begrenzt, also im Vergleich zu dem, dass das ganze Land dann kaputt wäre. Ja, also wenn du sagst, du gehst jetzt da mit ganz anderen Waffen rein, von Atomwaffen will ich jetzt nicht reden, aber der Schaden, ja, also beschränkt sich, du verschrottest momentan auf einem beschränkten Gebiet, verschrottest du unheimlich viel Militärmaterial, ist die eine Sache. Jetzt kurz zu dem Leopard, also dieses Bild ging rum, das ist ein Leopard 1A3 der dänischen Streitkräfte, der aufgerüstet worden ist, oder ein Leopard 1A5, Ex-1A3, hat einen kantigen Turm, der an den Leopard 2A5 erinnert, ist aber ein altes Modell, soll aus dem Jahre 2016 sein. Erkennbar ist es, wie gesagt, hier, der Ding ist versunken. Die Grilz ist Leopard 1, das hier ist Leopard 1. Und diese Ausbuchtung hier deutet auf den modernisierten dänischen Leopard 1A5 hin. Das waren die einzigen, die dieses Modell mit dem kantigen Turm in der Form hatten. Das nur zurück. Und deswegen muss man immer aufpassen, wenn dann solche Bilder kommen, wo tatsächlich das herkommt. Kannst du vielleicht noch ergänzend sagen, also auf dem Bild war dann sogar noch eine russische Fahne Ja, die haben sie mit eingefotoshoppt, ne? reingefaked. Ja, also das war Kon dann. kon konnte man sehen bei Vergrößerung, ja. Ja. Also ich hätte noch mal so nachzuliefern, wir deindustrialisieren uns nicht nur, sondern wir entmilitarisieren uns fortlaufend in die Ukraine herein. Und ein neuer Höhepunkt ist, dass die Luftverteidigung nun exportiert wird in die Ukraine. Der Armin Papperger hat in einem Interview mit Pioneer gesagt, das Skynex-System und die neueste Skyranger-Entwicklung wurden in die Ukraine geschickt, obwohl vier solcher Installationen ausreichen würden, um den Himmel über Berlin vollständig zu schließen. Dieser Schutz ist jetzt hier auch weg. Ich sage das,
Mit einem Hintergrund, dass unter Umständen wir hier auch nochmal Sirenen hören könnten, ja. Ja, Nämlich, aber wenn ganz wir ehrlich, keinen Schutz mehr haben, ja. Wir exportieren alles rüber. Entschuldigung, ja. die Bundeswehr hat aus meiner Sicht, also nicht einmal die NATO, hat keinerlei Möglichkeiten, das, was rüberkommen könnte an Hyperschallraketen, die man jetzt auf ausgewiesene Ziele schickt, hat die NATO keinerlei Chance, das abzufangen. Keine. Ja. Die paar Patriot, die wir haben, die sind für Flugzeuge, vielleicht auch für Marschflugkörper geeignet. Das können sie. Da sind aber nicht sehr viele da. Ich weiß auch nicht, wo die Batterien momentan disloziert sind. Die sind jetzt nicht irgendwo in dem Modus, dass die hier den ganzen Himmel schützen. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Ob da ein paar in Polen sind, kann sein. Also man hat hier ja auch eine Batterie, wollte man nach Kiew verlegen, von der hat man auch nie wieder was gehört. Ob die überhaupt schon im Einsatz ist, ist die Frage. Und selbst wenn die Dinger angeschaltet werden, so wie die angeschaltet werden, sind die ausgeschaltet. Das ist einfach so. Dann haben wir nochmal Neuigkeiten von unserem Herrn Orbán, ungarischer Ministerpräsident. Der befürchtet, dass, Achtung, irgendein EU-Land Truppen in die Ukraine schicken wird. Ja, er meint halt, man kann sich denken, wen er meint. Ja? Polen, Polen. Ja. Seinen nördlichen oder seinen südlichen Nachbarn? Bitte? Seinen nördlichen oder seinen südlichen Nachbarn? Rumänien wäre auch noch da. Und Ne, es gab ja jetzt er meint so, Polen damit. ja klar. Und dann haben wir ja das Thema gehabt, Aber du hast recht, dass ja, genau, ja. Moldawien, ja, weil es gibt eine Genau. Südflanke, ne? Also das Ja, darf man nicht vergessen. genau. Und die Amerikaner drehen im Moment jedem den Arm um. Und der da irgendwo nicht mitmacht. Und was ich noch ganz interessant fand, der Zelensky hatte da noch einen kurzen Spruch irgendwie parat, die letzten Tage, dass die Amerikaner jetzt langsam aber sicher ihre Söhne und ihre Töchter schicken müssten. Und dort auch sterben. Also sprich, man fängt jetzt an, ich will jetzt mal etwas sagen, nach Blutopfern zu schreien. Ja. Ja, ich finde diese Aussage vom Orban insofern ganz wegweisend vielleicht, weil wir in den letzten Tagen auch gesehen haben und gehört haben, dass zum Teil die Polen Grenzübergänge stärker bemannen, zum Teil schließen und armiert haben. Also, und immer wieder auch diese Gerüchte aufflammen, eine polnische Armee. Zumindest sind die Stimmen da, wolle in die Ukraine einfluten. Das beobachten wir auch seit mehreren Monaten da. Ja. Und jetzt kommt gerade Orban damit um die Ecke, ja. Marc, ganz kurze Bemerkung. Kann es sein, dass das Video pausiert ist auf deinem Kanal? Ich habe gerade Nein. von, Warte mal. von einem Zuseher einen Screenshot gekriegt, weil es unser Video pausiert. Okay, ich bin drauf noch. Aufnahme läuft, keine Ahnung, das mag aber dann an der Verbindung liegen. Also es läuft noch alles bei mir. Okay. Livestream läuft auch noch. Also ich habe ihn nicht abgeschalten. Im Zweifelsfall wird es später die Aufnahme geben. Okay. Gut, aber wir sind jetzt langsam an unserer selbstgesetzten Zeitgrenze. Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Ein schräges Ding habe ich noch. Was heißt schräges Ding? Also eine interessante Meldung. Und zwar hat diese Woche ein iranisches Kriegsschiff. Also wenn ich das, sieht man hier unterm Zuckerhut sozusagen, sieht so nach einer Korvette oder vielleicht Fregatte aus, je nachdem. Ein iranisches Kriegsschiff hat in Brasilien angelegt. Und es gab natürlich sofort Protests seitens der Vereinigten Staaten, weil die natürlich alle Gewässer rund um den amerikanischen Kontinent und es schließt den südamerikanischen Kontinent ein, nach der Monroe-Doktrin als ihr eigenes werten. Der Iran ist einer der ersten Beitrittskandidaten zu BRICS, hat also mehrfach Interesse geäußert und hat auch Beobachterstatus sowohl bei den BRICS-Meetings als auch den Meetings der Shanghai-Organisation. Und was ich hier auch noch mit dazu geschrieben habe, was auch noch interessant ist, dass ja unser Olaf in Brasilien abgeblitzt ist, als er 105 mm Munition für die Leo 1, für die 88 Leo 1 sichern wollte, die in die Ukraine geliefert werden. Also hier zweimal Meldungen aus Brasilien. Aber wie gesagt, dass also ein iranisches Kriegsschiff in Südamerika festmacht,
fand ich schon eine bemerkenswerte Wendung. Tatsächlich. Und vor allem noch durch den Panama-Kanal durchfährt. Das finde ich noch viel geiler. Gut, dann komme ich noch mal mit was Lustigem zum Ende. Gib mir eine Sekunde. Vielleicht um den Humor nicht ganz zu verlieren. Wie heißt der Titel, wenn die Inflation so weitergeht wie bisher? Ja. Fand ich ganz lustig. Fand ich ganz lustig, ja. Eine Rolex-Uhr, wo mit Kuli dann auf die Haut gezeichnet wird. Ja, man sollte den Humor dabei auch nicht verlieren. Also wenn ich in die Energien schaue, sehe ich, es geht weiter aufwärts trotzdem. Und Leute, jetzt mal ehrlich, die letzten, wenn wir zurückgucken, die letzten 30, 40, 50 Jahre, ich komme ans Schlussplädoyer schon, ne? Was hat's getan? Es hat uns in einen Materialismus, in einen Konsumismus reingetrieben. Wir wurden verweichlicht. Wir haben uns selbst verloren ein Stück weit, wenn ich da rausschaue. Okay, jetzt wird's eben härter. Es wird vielleicht auch unbequemer, aber letztendlich, ich denke, wir finden unsere Identität so wieder, ja. Und unsere Stärken kommen damit auch wieder raus. Das ist, was ich sehe, was hier in den nächsten Jahren passiert. Eine gnadenlose auch Auslese, ja, die letztlich zu unserem Vorteil sein wird, ja. Das mag sich brutal anhören, das ist meine Deutung der Geschehnisse hier, ja. Nein, es wird auch zu unserem Vorteil sein. Bloß ich denke, man sollte zwei Dinge fahren. Auf der einen Seite sollte man beobachten und jetzt nicht in irgendeinen, wie soll ich sagen, entweder zu sagen, ach, es ist alles vorbei, es ist alles nicht eingetreten, ich schmeiße alles über den Haufen. Das sicherlich nicht. Man sollte aber auch nicht in das andere Ding fahren und weiterhin im Keller sitzen. Also man sollte sein Leben weiterleben und im Moment gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn und sich auch auf dementsprechende Szenarien geistig vorbereiten. Ich denke, wir haben alle was im Keller eingelagert. Die sollten wir jetzt nicht alle aufbrauchen. Wir sollten es aber auch nicht weiterhin zu übermäßig betreiben. Ich denke, man sollte ein gesundes Mittelmaß finden und sagen, gut, okay, man tauscht jetzt auch mal bei den Vorräten durch, weil sonst kannst du sie tatsächlich irgendwann wegschmeißen. Auf der anderen Seite sind das noch Vorräte, wo vielleicht keine Insekten drin sind, nur mal so ein kleiner Seitenhieb. Kann auch viel wert sein. Aber wir müssen einfach weitermachen. Wir müssen uns auf eine Zukunft gedanklich auch vorbereiten, wo wir sagen, Worst Case wäre für mich, dass die EU weitermacht, wie sie im Moment weitermacht. Und dann muss man sich da Dinge überlegen, auch in Richtung Thema Vermögensumverteilung, eventuell eigener Vermögensschutz. Da machen wir auch was. Oder dass man sich halt überlegt, möchte man das hier weitermachen und und einfach den Niedergang, der sich zumindest so an der Wand darstellt und der so hingeschrieben wird, ob man den hier weitergehen will. Das ist halt so eine Frage, die muss sich jeder selber stellen. Aber man sollte sie angehen und man sollte über diese Dinge nachdenken, aber man sollte das Leben auch weiterhin genießen. Ja? Und es wird auch so sein, Marc, das Leben geht immer weiter. Das hört sich jetzt an wie so eine Binsenweisheit. Aber man sieht es daran, schau, wir haben gerade den 1. März gehabt. Zum 1. März sind wieder unheimlich viele C-Regeln gefallen. Die letzten fallen manchen Gesundheitssektor dann zum 1. oder 9. April. Das war lange Jahre, wenn du die Leute gefragt hättest, wäre das der allererste aller Wünsche gewesen. Und jetzt ziehen diese Daten so vorbei, fast unbemerkt. Und ich sehe auch daran, zum Beispiel, ich springe jetzt in der Zeit. Du hast einen Zweiten Weltkrieg gehabt. Die deutschen Städte lagen in Trümmern. Es war feindlich besetzt, das Land. Und dann 10, 20, 15, 20 Jahre später hast du schon wieder eine neue Kultur, die aufkommt, voller Optimismus, Lebensfreude und so weiter. Und ich weiß auch das, was jetzt von vielen Zuhörern, Zuschauern als so bedrängend oder als Armageddon oder Ende aller Zeit gesehen wird, ist es nicht, definitiv nicht. Ja. Gut, das können wir aber in der nächsten Sendung nochmal machen, dass man da mal drauf eingeht, auf diese Hoffnungsdinge. Die genau, Armageddon verschoben auf nächste Woche. Ja, genau. Genau, super. Leute, 21:15, genau 75 Minuten. So. Gut. Also, dann denke ich, machen wir für heute mal kurzer Schluss, kurz und knackig. Videos werden hochgeladen. Wie gesagt, nochmal kurze Erinnerung, wir sind nicht bei der Volition dabei. Nochmal. Volition, doch, das muss sein, Volition findet ohne uns statt.
Wir werden was Neues machen, aber das wird ein bisschen dauern und man wird uns wieder live sehen. Und ja, sollte mal irgendwann jemand sagen, die drei komischen Kasper da wollen wir mal zu uns einladen. Ich denke, da kann ich für ihn sprechen. Wir kommen auch mal irgendwo hin, wenn halt genug Leute da sind. Und dann muss man einfach auch ein bisschen über die, ja, wie halt Unterbringung und so weiter ist. Also für null Muss Kosten man wieder was gucken, selber. weil wir haben ja auch schon gesehen, wenn dann die Entfernungen zu weit sind und so, müssen wir es doch wieder absagen, weil es einfach nicht möglich ist, ja. Ja, deswegen sage ich ja, wenn genug Leute da sind oder wenn er sagt, wir sollen als Geburtstagsclowns auftreten, singen tun wir nicht, also ich nicht, könnt ihr euch Ich überlegen, würde auch mal anschreiben. aus der Torte würde ich mal springen. Aber Gut, denk dran, da die bin ich rote lieb. Nase schützt nicht gegen Viren. Ja, Genau. genau. Aber Okay, also. ja, okay, gut. Ja, machen wir Schluss, wa? Alles klar. Mama, für heute Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen Abend. Die Videos kommen dann und vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.